Hallo, hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir zusammen ein weiteres Unboxing sehen und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen, freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute mal was anderes, Review bzw. Unboxing vom WL Toys A959B, das ist die schnellere Version vom 959. Und da haben wir die ganzen Werte eingeblendet, also das ist nur ein ziemlich 7,4 Volt, 1400 mA, 100 Meter Reichweite. Soll 70 Kilometer schnell sein können, das werden wir dann irgendwie noch feststellen. Ein 540er Brushed Motor, also ein Bürstenmotor, und mit zwei Differentialen, ganz sicher ein durchaus interessantes Gerät. Also wie ihr sehen könnt, gibt es da verschiedene Ausführungen von, karosseriemäßig, die haben dann auch andere Bereifung etwas, aber ansonsten ist das alles identisch. Die Achsen sind unabhängig voneinander gefedert, also jedes Rad hat eine Einzelradaufhängung, das ist mit einer Dämpfung versehen, mit einer Federung. Wie gesagt, zwei Differentiale, die über eine quasi eine Kardanwelle von vorne nach hinten verbunden sind und somit jedes Rad kann Leistung übertragen. Felgen sind aus Kunststoff, auch wenn das da etwas nach Alu aussieht. Reifen sind sehr weich und griffig gestaltet. An der Fernbedienung sieht man da jetzt ganz schön, ist ein Moosgummi zum Lenken quasi. Und das ist ganz angenehm. Also das ist ganz ordentlich gemacht alles. Verarbeitung scheint auf den ersten Blick auch alles ganz, ganz hervorragend gemacht zu sein. Es ist schließlich ein relativ günstiges Fahrzeug. So, mit 752 Gramm ist das Gerät ready to drive, also Batterie und alles eingebaut, Karosserie drauf und Pfannscheiben natürlich nur das kleine Gerät, Pfannscheiben habe ich nicht gewogen. Also da kann man jetzt die Federung schon sehen, vorne und hinten. Federweg weiß ich gar nichts, aber wollen wir mal ganz so eng sehen, und ist unten drunter sehr dicht aufgebaut, also ist relativ dicht gemacht. Das ist ganz hübsch, vor allen Dingen gut später im Dreck und stabil außerdem auch. Also zur Federung darf man da sicherlich nicht ganz so viel erwarten. Das ist also so gut wie keine Dämpfung vorhanden, so wie ich das sehe. Mehr oder weniger nur eine Federung, aber das ist in dieser Preisklasse völlig gängig. Also das ist dann, da sprechen wir ganz sicher über 200 und mehr Euro, um da perfekte Geräte zu bekommen. So, nun zum Transmitter. Da haben wir 4x AA bzw. Mignon Batterien oder Akkus. Wir haben Trimmungsmöglichkeiten oben, vorwärts, rückwärts, links, rechts, logischerweise. Und Trimmmöglichkeiten, also alles vorhanden. Thank you.
was verbirgt sich denn hier im unteren Teil der Verpackung? Mal schauen, das müsste eigentlich das Ladegerät sein, welches ich noch vermisse. Ah, alles gut mit Strapsen gesichert hier. Ah, da haben wir schon das übliche in der Erstausstatterqualität beiliegende Balancer-Ladegerät. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Lob, aber wie gesagt, es funktioniert. Also wer mehrere Sachen daheim hat, Lipo-Akkus und so weiter, sollte zwischen 20 und 30 Euro bekommt man wirklich gute Ladegeräte und dann hat man lange Zeit was davon. Da ist ein Schlüssel dabei für die Sechskantmuttern, Räder und so weiter am Fahrzeug. Und hier haben wir die Bedienungsanleitung, die ist eigentlich ganz ausführlich und ganz hübsch gemacht in Englisch. Da haben wir, was man nicht so tun sollte und was man tun sollte, wie man fährt, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Und dank dem 540er Motor ist unter 14 Jahren auch nicht so angesagt. Und der 540er Motor ist sicherlich ganz locker in der Lage, 700 Gramm zu bewegen. Und das ist jetzt noch nichts Besonderes. Man könnte das sicherlich auch noch erheblich frisieren mit einem bescheidenen Motor. Aber der sollte eigentlich, wie man sieht, das Ding quasi zum Fliegen bringen. Mit Schnellverschlüssen ist die Karosserie befestigt, sowie der Heckspoiler. Das macht auch Sinn, da unter der Karosserie ist der Ein- und Ausschalter bzw. auch die Batterie, wenn man später dran muss. Das heißt also zwei Schnellverschlüsse und das Ding ist auf. Zu den Federbeinen, da kann man sicherlich noch was an der Vorspannung schrauben. Also die kann man sicherlich etwas verändern mit ein bisschen technischem Geschick. Dämpfung hat man dann allerdings immer noch keine, das wird sich dann beim Fahren noch zeigen, wie sich das auswirkt. So erscheint alles relativ gut, schmutz- und wasserunempfindlich, also das Teil ist nicht wasserdicht, aber Spritzwasser geschützt, also man kann durchaus auf feuchtem Grund, sollte man damit fahren können. Jetzt sieht man hier schön, wo die Batterie eingebaut ist, das blaue, der Akku. Der hat einen T-Plug, das ist natürlich nicht so der Bringer. Da ist der 540er Motor, Fadenregler ist vorne vorm Akku, hinten ist Differential, ein Federbein, dann Akku raus. So, da ist der 7,4 und 1400 mA. Im Großen und Ganzen finde ich das alles ganz gefällig gelöst, obwohl ich kein Fachmann für RC-Cars bin, also das ist nicht so mein Ding. Aber ich finde im Großen und Ganzen ist das ganz schlüssig gemacht, das Teil. Interessieren wird mich natürlich, ob das auch später die Leistung auf den Boden bringen kann, weil ich weiß, dass ein 540er Motor echt anziehen kann. Ich meine, ohne Allrad wäre das quasi sinnlos, aber mit Allrad bin ich mal gespannt und zwei Differentialen sollte was gehen. So, hier kann man sehen, Ein- und Ausschalter und davor ist der Fahrtregler und auf der linken Seite ganz außen ist der Servo für die Lenkung. So, viel mehr ist hier an dem ganzen Teil noch dran, da ist noch eine Antenne, die bleibt unterm Gehäuse generell. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Fehler, sollte so mit geschützt gegen ist. Da wird der Sender eingeschaltet, haben wir jetzt auch an. Und dann ist er natürlich bevorzugt für linke Hand, rechte Hand lenken und also linke Hand Gas geben, rechte Hand lenken, das ist das übliche Schema. Also keine Ahnung, wie das Linkshänder so finden, kann ich nichts sagen. Zu hören ist das spontane Ansprechen des Fahrtreglers. Yeah.
Also ich werde mich bemühen, trotz des günstigen Preises und da RC-Cars nicht so mein Teil sind, meine Sache, noch ein Review über das Teil zu machen und dann mehr Eindrücke von den Fahrkünsten bzw. von den Federungen und den sonstigen Eindrücken zu erzielen. So, danke fürs Gucken. Bitte abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und würde mich freuen, die nächsten Tage euch wiederzusehen auf meinem Kanal. Bis dann, bleibt mir gesund. Danke, bye.